Andreas Gerhard. Ja, vielen Dank und erstmal morgen an die Kollegen hier. Ja, völlig überraschend. Die Haushaltswochen beginnen, die Haushaltsmonate beginnen. Morgen mit dem Einstieg in die Haushaltsdebatte erstmal die große Generaldebatte. Wenn man sich die Haushaltspläne anschaut für den Doppelhaushalt 18-19, ist zumindest das Bemühen der Landesregierung erkennbar, dass die Situation der Bevölkerung im ländlichen Raum verbessert werden soll. Das sehen wir durchaus auch wohlwollend oder betrachten wir durchaus wohlwollend und werden diesbezüglich in den verschiedenen Themenkomplexen, die wir im Haushalt dann haben werden, die verschiedenen Schwerpunkte, dann auch mit entsprechenden Anträgen unterstützen. Ich will jetzt mal nur einen kurzen Abriss dessen geben, weil vieles ist ja noch in der Diskussion, aber wir werden zum Beispiel im Raum oder für den Bereich Gesundheit zum Beispiel sagen, dass wir für die Facharztpraxen im ländlichen Raum dort die Unterstützung, die Förderung erhöhen wollen. Die wollen wir jetzt verdoppeln auf 1,3 Millionen Euro im Jahr. Oder ein anderes Beispiel wäre Krankenhausförderung. Wir sagen, da werden oftmals auch von außen an uns herangetragen, eben Bitten im personellen Bereich bzw. im Ausstattungsbereich, dass man auch dort die Förderung erhöht. Und das begleiten wir dann halt, indem wir sagen, okay, da kommt ein Antrag von uns, dass wir es auf 10 Millionen Euro erhöhen wollen. Anderer Schwerpunktbereich ist natürlich der Punkt innere Sicherheit. Zum Beispiel Stärkung, Verfassungsschutz, da möchten wir auch die Mittel erhöhen auf 1,3 Millionen Euro pro Jahr, damit dort also mehr Stellen geschaffen werden können. Wir hatten ja mal eine Zielzahl gehabt, dass wir den Verfassungsschutz mit mindestens 130 Stellen auch ausstatten wollen. Wir wollen die Zahl der Polizeianwärter erhöhen von jetzt 425 pro Jahr auf 500 und dementsprechend auch dann die Mittel dafür erhöhen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Lernmittel, das gehört natürlich alles mit dazu, Unterbringungsfragen und so weiter und so fort. Das wird dann also ein paar Anträge von uns geben. Ausrüstung der Polizei, auch ein Punkt, auch da wollen wir das Budget um weitere 2,5 Millionen erhöhen. Es sollte bessere, modernere Ausstattung kommen, Beispiel Bodycams, Taser. Nicht? Also da ist also von unserer Seite auch so ein bisschen Luft nach oben. Sie sehen, es sind im Augenblick eigentlich keine Weltraumsummen, die wir da fordern, sondern es sind im Prinzip immer, sage ich jetzt mal ganz gezielt, dosiert eben Beiträge oder Mittel, um dort eben Verbesserungen zu finden. Anderes Beispiel, was für uns auch sehr wichtig ist, ist zum Beispiel die Unterstützung der Hinterbliebenen von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Denn im aktuellen Nachtragshaushalt, im letzten Nachtragshaushalt, trotz intensiver Diskussionen, sind auch jetzt im Doppelhaushalt immer nur noch 50.000 Euro für diese Fälle dotiert. Und das wollen wir definitiv erhöhen, und also auf mindestens 1 Million Euro pro Jahr. Dann wird es noch einen Punkt geben, Unterstützung der Landwirtschaft für witterungsbedingte Ertragsausfälle. Auch das wollen wir erhöhen, indem wir 2,5 Millionen Euro pro Jahr dafür bereitstellen. Dann noch Bereich Justiz, jetzt habe ich das eben gerade verwechselt, wir waren noch bei innerer Sicherheit, aber egal, jetzt kommen wir nochmal zu Justiz zurück. Da haben wir auch gesagt, dass wir also dort im Bereich Sozialverwaltung und Strafgerichtsbarkeit Erhöhungen wollen. Da sagen wir, wir brauchen mindestens 50 Richter mehr und mindestens 10 Staatsanwälte mehr, und da wollen wir halt auch nochmal in die Vollen gehen, weil wir wissen, dass die Altersabgänge in den kommenden Jahren sehr hoch werden, und wenn man jetzt nicht anfängt, dagegen zu steuern, dann werden wir spätestens in der nächsten Legislatur oder in der übernächsten Legislatur voll vor die Wand fahren. Wir haben das jetzt schon einmal erlebt mit den Polizisten, wie prekär das jetzt ist, und das wollen wir bei den Juristen nicht erleben wollen. So, ansonsten, das war jetzt nur mal ein kurzer Abriss, auch im Bereich Infrastruktur oder auch Bildung werden wir mit entsprechenden Anträgen noch kommen. Aber das sollte erstmal ein grober Abriss gewesen sein. Vielleicht für Sie noch interessant, wenn jetzt noch die Frage kommt, wie stehen wir dazu? Doppelhaushalt, ja, nein. Dazu haben wir uns ja schon insofern positioniert, dass wir gesagt haben, wir sehen das sehr kritisch mit dem Doppelhaushalt, dass wir an der Verfassungsmäßigkeit Zweifel haben, aber wir warten es jetzt erstmal ab. Es gibt ja einen Gutachtenauftrag für unseren parlamentarischen Beratungsdienst, der das mal überprüfen soll, ob das so zulässig ist oder nicht. Und von dem Ausgang dieses Gutachtens werden wir es dann abhängig machen, ob wir möglicherweise dann sogar vom Verfassungsgericht gegen diesen Doppelhaushalt dann klagen werden. Aber wie gesagt, das warten wir jetzt mal erst noch ab. Ja, das soweit erstmal von meiner Seite.